Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Sie sind modern und gleich auch traditionell. Sie sind so vielseitig wie ihre Dialekte und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Diese 7 Frauen stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Ich heiße Theresia Hohlenstein, komme von Brüllisau im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ich bin Beatrice Meyer von Luestdorf im Kanton Thurgau. Ich bin Sonja Schild von Iselkalt im Berner Oberland. Mein Name ist Rita Kaufmann und ich bin aus dem luzernischen Kummerow. Ich bin Christa Kreienbühl, wohne in Zoberhünigen im Emmental. Ich bin Christa Straub aus Attenwil, das liegt im Kanton Aargau. Und ich bin Ina Pedrun und komme von Lawin im Engadin. Das ist die 10. Staffel von SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Es ist ein perfekter Tag für das 4. Landfrauenessen. Der Sommer hat der Kanton Luzern fest im Griff. In Kulmerau ist es seit Tagen einfach nur schön. Es ist morgen auf dem Riesihof und im Kräutergarten noch nicht so heiß. Für die Küche braucht Rita Kaufmann einen Haufen Pfeffermünz und Melissenblätter. Die Blätter überziehe ich mit Schoki. Das gibt Wiesen After Eight und die serviere ich zum Dessert. Ich freue mich sehr, dass die Frauen jetzt heute endlich zu mir kommen und ich hoffe, dass wir einen guten Abend zusammen haben. Das ist die Vreni, die Küchenhilfe von der Rita. Mache ich hier die Blätter. Die Wiesen After Eight sind nichts anderes als Kräutchen mit einem Überzug aus Schoki. Jedes Blatt wird einzeln angepinselt. Nichts für ungeduldige Köchinnen. Jetzt geht es noch mit der Geduld. Aber wenn ich das jetzt glaube, irgendwie müsste am 4 Uhr machen, wäre ich dann schon langsam nervös. Aber so um diese Zeit, so am Morgen, ist das noch so ein guter Start. Es ist gerade so ein bisschen meditativ. Das nächste Mal, wenn du ein Dessert machst, kannst du dich gehen. Ja, das wird es dir noch ausmachen. Die Landfrauen sind schon im Sauertal unterwegs. Sie wehrweisen, was es echt zu essen gibt. Wir wissen es nicht. Rita war eben sehr stillig und wir haben eigentlich keine Ahnung, was uns dort erwartet. Ich weiss jetzt halt nicht, ob es denn Schweinig war oder Rindfleisch. Schweinig? Ja, ich weiss, es könnte da drin sein. Ja, beides. Ja, vielleicht gibt es ja einen Mix. Ja. Kein Mix. Es gibt ein Filet vom Galloway-Rind, wo kauft man es auf dem Hof verkaufen. Und das Filet hat es zum Glück gerade niemand bestellt, darum kann ich das dann auftischen. Mal schauen, ob das Ding überhaupt Platz hat. So gross ist es. Eine Senfmarinade gibt dem Filet die nötige Kost. Ja. Die Landfrauen haben Rita in den letzten paar Wochen ein bisschen lernen kennen. Sie gibt sich sehr souverän, finde ich. Sie ist für mich die, die am wenigsten nervös wirkt. Und ich habe das Gefühl, sie hat das total im Griff. Es ist recht geheimnisvoll, habe ich das Gefühl. Hat auch nichts verraten, was es geben könnte. Stille Wasser, gründen tief. Ja, genau. Ja, spannend. Nicht mit dem Wunder, was sie da gibt. Also, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da wollen. Die beiden Köchinnen geben am Esszimmer noch den letzten Schliff. Das kann ich hier nicht anschneiden, sonst haben wir wieder eine Sauerei. Warte mich eben. Und jetzt wollte ich noch so eine. Dieses schmale Mien. Blüten und Kräutchen haben Rita inspiriert. Die zarten Pflänzchen ziehen sich durch ihr ganzes Menü durch. Das ist eine Macht. Nein. Nein, das ist verzweigt. Ich habe nicht die. Jetzt haben wir hier wieder zwei so schmale. He? Für mich ist es einfach so ein bisschen. Kräuter und Pflanzen sind für mich sicher wichtig. Und die werden dann natürlich auch auf den Tisch kommen. Sei es in der Deko, aber auch beim Essen. So ein bisschen der Kräutergarten auf dem Teller, oder was soll ich mit dem so sagen? Die
Rita und ihre Familie empfehlen die Landfrau ein bisschen oberhalb von ihrem Haus. Der Tag ist wie gemacht für ein Apéro unter freiem Himmel. Hallo. 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 Ja, Sepp. Ja, hallo. Silvan. Ist es warm? Ja. Hi. Geht ihr heiß? Oh nein. Also, ich begrüße euch hier bei uns auf dem Riesihof. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich schon den ganzen Tag oder die ganze Woche gefreut auf euch. Und ich darf euch kurz meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Sepp. Dann der Silvan, Anja und Lin. Und jetzt laden wir euch ganz herzlich ein zum Apéro. Bitte schön. Muss ich schummen? Zum Essen und zum Trinken gibt es verschiedene Leckerbissen vom Riesihof. Ja. Die muss ich gerade frisch. Am Morgen müssen die drei Kaufmannskinder pünktlich zum Haus aus. Sie haben alle den gleichen Schulweg. Der Schulbus der Gemeinde hat einen festen Fahrplan und hält nicht weit weg vom Hof. Das Kulmerau selber hat schon seit längerem kein Schulhaus mehr. Die Kinder gehen alle zu Dringen in die Schule, die im Tal unten liegt. Über die Nacht waren die Rinder draußen am Gras. Wegen der Hitze treibt sie den Sepp am Morgen in den Stall. Der Sepp ist kein Vollzeitbauer. Er arbeitet als Berater für Stalleinrichtungen auch noch 80% auswärts. Seine Tiere muss er darum am Morgen und am Abend versorgen. Der Riesihof ist ein sogenannter Nebenerwerbsbetrieb. Neben den Galloway-Rindern hat es Platz für bis zu 100 Mastzäune. In der Zeit, wo sie auf dem Riesihof sind, fressen sie vor allem. Die Pferde kommen mit 25 Kilo und die bleiben zwischen 90 und 105 Tagen bei mir und werden auf ein Lebensgewicht ausgemästet von 110 Kilo. Der Sepp ist hier auf dem Hof aufgewachsen. Bevor er Bauer wurde, hat er eine Lehre als Maurer gemacht. Ich konnte den Betrieb übernehmen vor fast 20 Jahre von meinen Eltern. Und ich wollte eigentlich nie bauen. Aber meine Mutter hat gesagt, lehre zuerst den Beruf und Bauern können immer noch. Und ja, das ist mir eigentlich immer zu gut gekommen, das ganze Leben, mein Beruf, den ich gelernt habe. Und irgendwo muss man ja auch daheim sein. Und als Familie wohnen wir an einem sehr schönen Ort. Und, es ergänzt sich alles sehr gut mit dem Job und es hat sich halt in den letzten Jahren auch so aufgeleiset, wie jetzt der Betrieb steht. Auf dem Riesihof sind die Zwetschgen reif. Neben den blauen Sorten gibt es auch gelbe. Sepp hat heute seinen Freitag, wobei frei in seinem Fall ja nicht ganz stimmt. Auf dem Hof gibt es immer etwas zu tun. Die Rita und Sepp teilen sich die Arbeit auf dem Betrieb auf. Jedes ist für etwas zuständig. Wir haben das eigentlich so ein bisschen aufgeteilt, dass der Sepp eher so ein bisschen für Tier und den Stall und alles, was so auf dem Feld draussen zu tun gibt. Ich tue mehr den Kräutergarten zum Beispiel bewirtschaften, die Kräuterprodukte machen. Das Massieren ist bei mir ein Teil, Hofladen, das Naturwellness-Angebot. Und natürlich unterstütze ich ihn einfach eben zum Beispiel beim Obst auf- und ablesen oder beim Heuen. Einfach so ein bisschen besättige Sachen. Wenn er mal in der Umgebung ist, kann ich natürlich auch in Stau. Aber es ist so nicht so, dass ich alltag Tag Gummistiefel anhabe. Kannst du mit Hilfe rüsten? Die beiden haben sich ihren Alltag perfekt eingerichtet. Und gleich haben sie noch Träume für ihre Zukunft.
mein ganz grosser Traum ist, dass wir irgendwann einmal leben von diesem Betrieb. Aber das weiss ich nicht, ob das mal einmal so weit kommt. Also denken Sie den Vor- und Nachteil der Landwirtschaft zu leben. Es ist einfach, manchmal wäre es auch schön, man hat vielleicht am Abend mal einmal für oben. Bei uns ist halt sehr viel dann halt noch immer an der Randzeit oder am Abend, wenn man halt am Tag anderweitig beschäftigt ist. Und vielleicht ergibt sich das einmal und vielleicht auch nicht. Aber ich denke, da muss man offen sein für alles und zu weit vorausschauen. Nützt auch nichts. Ich denke, man muss schon ein bisschen im Moment sein und ja. Ja, träumen darf man immer. Aber ja, es ist in der Landwirtschaft auch nicht immer einfach und alles muss grösser und rationeller und speditiver werden, damit wir als neben dem Erstbetrieb auch in 20 Jahren noch so aktiv sind. Das ja, kann ich auch nicht sagen. Wir leben den Moment jetzt und ja, in 10 Jahren kommt ja darauf an, was die nächste Generation mal will. Ja. Aber ich denke nicht, dass ich mache, bis ich 70 bin und ja, für niemanden. Aus diesen Zwetschgen gibt es Schnaps. Es kalt ist, trinkt man da um einen gern trennt oder anger fängt Kaffee Zwetschgen Lutz. Hallo, jetzt kommt Tanti. Mit diesen Büsi. Auf heute Nachmittag haben sich die drei Kaufmannkinder schon lange gefreut. Tante Claudia, die Schwester von der Rita, bringt zwei junge Büsi. Achtung, nicht stürcheln. Vorsicht, hä? Oh, Jesus. Hä? Sind das so herzig? Jesus, so. Du hast ein bisschen Angst. Ja, wie könntest du zu dir taufen? Es ist ganz und gar nicht einfach mit diesen Namen. Sonst könnt ihr euch so noch überlegen mit dem Namen. Aber Cindy! Schau, Papa, hey, hey. Das ist meins. Und wie heisst es? Ich weiss noch nicht. Dann gehen wir keinen. Ich weiss nämlich nicht neun. Ja, Mama, tun wir sie Also, wir würden jetzt zusammen auf den Barfußweg gehen, als erstes, und nachher hier im Kneippbecken noch Wasser treten. Ihr müsst also nicht dort durchspringen, sondern wirklich, ihr dürft hier auch ein bisschen stehen bleiben, mal die Untergründe ein bisschen erfahren mit den Füßen. Das Barfußlaufen ist etwas, wo man ein bisschen vergessen hat. Früher ist man sehr viel barfuß gelaufen und heute hat man ja sehr viel einfach die Schuhe an. Und eigentlich wäre es etwas sehr Gesundes. Also, ich empfehle euch, dass wirklich auch im Alltag mal ein bisschen einzubauen, dass wirklich nicht nur drinnen in der Wohnung, sondern auch draußen ein barfuß rumlaufen. Also probieren wir doch das gerade mal aus. Darf ich da hinten nachkommen? Rita hat sich vor 4 Jahren zur Wellness-Masseurin ausbilden lassen. Neben der Massage gibt sie auch Kurs. Heute haben sich 5 Leute für einen Natur-Wellness-Nachmittag angemeldet. Auf dem Barfußweg spüren die Füße mal wieder, wie es wäre ohne Schuhe. Und das Kneippbecken bringt den Kreislauf in Schwung. Ich finde es auch mega geil. Und das schmeckt also super vom Kräut. Ja, von der Rosmarin. Das schmeckt, ja. Wenn du so ein bisschen dran kommst. Wie immer am Morgen zieht Rita in den Garten. Wo früher ein Bauerngarten war, wachsen heute Heilkräutchen und Blüten. Weil die Nachfrage nach diesen Pflänzchen so gross ist, haben Kaufmann den Garten sogar vergrössert. Das
Gärtnern ist Rita quasi ins Wiegeli gelegt worden. Wir haben schon als Kind immer einen grossen Garten gehabt. Meine Mutter war Gärtnerin. Und ich bin eigentlich schon von klein auf natürlich mit dem aufgewachsen, weil wir viel im Garten waren. Halt da musste ich schon ein bisschen helfen. Und dann ist das irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ich war jung und habe in der Stadt gelebt und bin dann irgendwann aufs Land zurückgekommen. Und dann ist es für mich eigentlich klar, dass der Garten dazugehört. Inzwischen ist es eigentlich so, dass Kräuter so ein bisschen meine Welt sind. Mich faszinieren Kräuter, weil sie so vielseitig einsetzbar sind. Man kann sie zum Genuss essen, für in die Küche oder einen feinen Tee. Oder man kann aber auch heilen. Man kann Tinkturen herstellen, man kann Salben herstellen. Es ist wirklich ein Riesengebiet. Bevor die Blüten zu Tee, Sirup oder Blütensalz verarbeitet werden können, müssen sie in den Trocknungsschrank. Rita ist ganz stolz. Das war ein lang gehegter Wunsch von mir, mal so einen zu haben. Und jetzt endlich hat mein Mann mir das gemacht. Und er funktioniert sehr super. Und wir sind so in der Testphase, wie das etwa so läuft. Und aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Und wer weiß, vielleicht wird er sogar noch etwas ausgebaut. Pflanzen ernten und trocknen und all die Sachen, die dazugehören, mache ich eben sehr, sehr gerne. Ja. Für mich wirklich eine Freude, für mich nicht wirklich Arbeit. Sondern ich genieße eigentlich auch morgen die Ruhe im Kräutergarten. Und es ist fast so ein bisschen Meditation, wenn ich die Pflanzen, die Blüten abnehmen kann. Oder Blätter, oder je nachdem, was es zu ernten gibt. Und ja, nachher natürlich auch ein Produkt daraus herstellen. Das ist wirklich, macht viel Freude. Die Blüten bleiben ein bis zwei Tage in diesem Schrank, bis sie trocken sind. Eine Spezialität von Rita ist das Blütensalz. Die Blütenmischung ist ihr Geheimnis. Gutes Meersalz gehört dazu. Und ganz wichtig ist ein effizientes Küchengerät. Das Blütensalz kann man zum verschiedene Sachen würzen brauchen, zum Beispiel Fleisch oder Salat oder Teigwaren. Nicht gerade unbedingt ins Teigwaren Wasser, aber wenn man am Schluss noch etwas drüber streuen will. Oder einfach nur, dass es noch dekorativ aussieht. Das, was sie nicht selber in der Küche braucht, geht in Verkauf. Die meisten Produkte hier im Hofladen hat Rita selber gemacht. Es ist bald Mittag. Für Rita ist es selbstverständlich, dass sie nicht nur für Mann und Kind kocht, sondern auch für andere Familienmitglieder. Heute zum Mittag sind wir ein paar Leute am Tisch. Es kommt meine Schwester, die ein Coiffeur-Geschäft hat. Und den ganzen Tag arbeitet und hier kommt essen. Und dann kommt der Götti-Bub vom Sepp und von mir. Das ist von der anderen Schwester, der Sohn, der in die Schule geht. Und wenn sie arbeitet, kommt er zu uns zum Mittagessen. Und unsere drei Kinder kommen mit dem Sepp auswärts. Er ist am Arbeiten. Heute gibt es etwas Traditionelles aus der Region: Luzerner Kügeli-Pasteten. Das Rezept, das ich heute koche, ist von meiner Mutter. Ich habe mir das irgendwann mal einmal abgeschrieben. Sie hat es schon immer gemacht. Ja, so ein Familienrezept. Hallo! Zu den Pastetli gibt es Gemüse und Reis.
Manchmal kommen auch unbetene Gäste. Geh weg, du dumme Fliege. Wenn es um die Erziehung von ihren Kindern geht, sind Rita und Sepp einer Meinung. Kindererziehung ist, denke ich, geht beide etwas an. Wir haben ja zusammen Kinder und nicht nur eins allein. Und das ist klar, dass ich mehr um die Kinder herum bin, dadurch, dass Sepp halt auch noch auswärts arbeitet. Dass er, wenn er daheim ist, dann halt viel auch hier von außen ist. Aber wir teilen uns das schon. Also, wer kommt auch mit den Eltern oben oder als Elterngespräch, finde ich das schon noch wichtig, dass das zusammen ist. Sepp und seine drei Kinder unternehmen gerne etwas miteinander. Heute haben sie den Oldtimer-Traktor aus der Garage geholt. Sie wollen Milch holen beim Nachbarn. Die Kinder sind jetzt so in der, sage ich, in der Mitte. Der Silvan ist jetzt schon 12. In 10 Jahren wäre er 22. Es ist wahnsinnig, wie die Zeit einfach davonfliegt. Heute ist der letzte Tag, bevor die Landfrauen auf Besuch kommen. Rita und Vreni haben einen genauen Plan, was wann gemacht werden muss. Heute sind die Nudeln an der Reihe. So, jetzt habe ich hier die Ringelblumen. Schön. Kann ich die auch gerade reintun? Ja, ich bin hier noch geschwind am Trennen. Es soll keine gewöhnlichen Nudeln geben, sondern Ringelblumennudeln mit Blumen aus dem Garten. Die gibt es dann als Beilage zum Hauptgang. Rita hat sich gut überlegt, wer sie als Küchenhilfe engagieren will. Vreni ist eine gute Freundin von mir. Und ich wusste, ich brauche jemanden in der Küche, wo nicht plötzlich anfangen wird, hektisch wird und nervös macht. Weil ich das Gefühl, ich bin schon etwas angespannt und dann brauche ich so einen ruhigen Pol nebenzu. Und sie ist auch eine, die sich etwas zutraut, die etwas mitstudiert. Ich brauche wirklich jemanden, der selber auch so etwas. Ja. Die Sache in die Hand nimmt und auch selber mal etwas entscheiden kann. Und ich habe das Gefühl, wir harmonieren sehr gut zusammen. Ich will mal testen. Warte, jetzt muss ich auch schneller anlassen. Ich glaube, das geht. Schneller. Der Test ist gründlich in die Hose. Aber zum Glück weiss die Vreni Rat. Wir müssen nur schneller. Also, dann also Mehl, das ist A und O. Jawohl. Ein bisschen besser, noch schneller. Geht doch. Die Nudeln entstehen wie von selber.
So, sind wir startklar? Ja, wir gehen. Rita und Sepp haben beide ein bisschen Benzin im Blut. Es ist perfektes Wetter für einen TÜV-Ausflug. Und am Abend ist es noch lang hell. Das Ziel ist die Alp Stefeli am Fuss von Pilatus. Es kommt nicht so häufig vor, dass die beiden nur das zweite weggehen. Umso mehr geniessen sie es. Prost, zum Wohl. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir zwischendurch auch Zeit haben für uns. Die Familie und der Betrieb braucht dem eigentlich fest. Und irgendwann, finde ich, sollte die Zeit schon auch noch ein bisschen sein, die wir zusammen haben. Weil irgendwann fliegen die Kinder aus, hoffentlich. Und dann sollten wir ja einander noch etwas zu sagen haben oder noch ein gemeinsames Interesse haben. Ja, das ist ja so. Man muss immer zueinander schauen und nicht nur, wenn niemand mehr rum ist. Aber wir haben es gut miteinander. Und wir nehmen uns auch Zeit, zwischendurch einmal zusammen etwas zu unternehmen, wenn es halt in der jetzigen Situation nicht, auch nicht wöchentlich ist, aber wenn es nur ab und zu mal passt. Am Samstagnachmittag geht es in der Küche richtig los. Der Kräutchen Giersch, eine Portion. Soll ich das gerade nehmen? Genau. Und den Rest tun wir gerade in die Kübel rein. Giersch, Thymian, Majoran, Rosmarin, Kapuzinerkresse und Liebstöckel. Jedes Kräutchen hat seine Bestimmung. Drei Tage gibt klare Anweisungen. Es gibt eine Kräuterpaste. Salz darf nicht fehlen. Ja, das bin ich schon. Wie gut, dass du verliebt bist. Aha, ich sage dir. Der Hilfskoch. Liege am Hilfskoch. Auch hier kommen Ringelblumen zum Einsatz. Die Kräutermischung kommt auf einen Blätterteig. Das gibt sogenannte Waldrandschnecken. Geriebene Käse und verschiedene Kerne dürfen nicht fehlen. Das ist einfach, die Blüte ist also ein schöner Farbtupfer. Nein, das peppt so. Weißt du, das finde ich auch schön. Sie bleiben. Sie sehen so aus wie Schnecken. Und sind eigentlich so Kräuter drin, die zum Teil auch am Waldrand wach sind. Und es klingt noch so speziell, dass die Frauen ein bisschen röteln können, was das sein könnte. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch echte Schnecken erwarten. Mal schauen, wie die Reaktion ist. Heute Morgen auf die Schnecke, ja. Das überlege ich mir jetzt gerade. Nein, erzähl. Ich habe mir jetzt das Gefühl, das klebt mir ab und dran, aber drücke ich es. Dann müsste ich gerade da drin. Ja. So, jetzt ist es eine Schlange. Eine Waldrandschlange. Eine Waldrandschlange. Also, dann dachte ich, schnell einen Moment in die Frühe. Soll ich sie abbringen? Ja, gerne. Danke. So. Im Essraum warten die Landfrauen auf die Rita. So, jetzt darf ich euch noch das Menü vorstellen. Vielleicht könnt ihr schon etwas durchblicken. Und zwar gibt es zur Vorspeise eine Wildkräuter-Spitzwegerich Tomatensuppe mit Waldrandschnecken. Dann gibt es ein Rindsfilet von unserem Galloway Beef im Kräutermantel, Ringelblumennudeln und gefüllte Peperoni. Und zum Dessert gibt es einen Nymphenspeis mit Wiesen After Eight. Einen guten miteinander. Die Waldrandschnecken geht zu reden.
Wind. Ja. Wald Überraschung. Ja. Natürlich sehr gespannt. Ja. Das ist sicher ein Gebet. Gell, ich glaube, ja, so mit Kräutchen. Und... Hoffentlich, ja. Super, merci. Zu diesen Schnecken gibt es eine Suppe. Ich habe hier eine Tomatensuppe gemacht. Die konnte ich schon gut vorbereiten. Ich habe einfach Zwiebeln angedämpft, mit Weisswein abgelöscht und dann Tomaten geschält und geschnitten. Nachher passiert. Und jetzt ist es super. Kann ich das nur noch aufkochen, die Kräuter drin tun, abschmecken und dann sind wir parat. Also meine Frau, das ist ein Walliser Wein von Salges, ein Dole Blanche. Der ist aus zwei Traubensorten, Gamay und Pinot, und wird nachher kalt gepresst. Merci. So, Prost miteinander. Danke. Merci. Danke. Ich muss so viel Mensch haben. Ich habe keine. Der Weisswein war sehr fein, schön kühl. Wir müssen aufpassen, dass man nicht zu viel verwischt aufs Mal. Er war eiskalt und man hat vielleicht nicht ganz das Aroma gespürt, wie er wirklich entfalten würde, wenn er ein bisschen weniger kühl gewesen wäre. Aber ich glaube, es war eine gute Wahl. Es hat sonst auch noch Topflappen. Der Ofen ist frei. Höchste Zeit fürs Filet. Das wird nach dem Anbraten nicht gegart. So. Weil der Essraum so weit von der Küche weg ist, dürfen die beiden Köchinnen am Sepp helfen übertragen. Das könnte man jetzt nicht noch beruhigen. Beim Anrichten von der Vorspeise sitzt jeder Handgriff. Also, Entschuldigung. Das ist der erste Gang. Tomatensuppe. Ich bitte macht's. Ja. Ich wünsche gute Mittag. Danke. Es schmeckt. Es schmeckt. Sie laufen nicht durch. Sie sind sympathisch. Die Meinungen zur Vorspeise gemacht. Sehr schön gsi vor Farbe und wirklich ganz fein gsi. Sehr gerne Tomatensuppe. Bei der Vorspeise sind die Waldrandschnecken. Ja, wir haben das Gefühl, was kommt jetzt da? Laufen die vom Teller oder wie? Für jeden Gang gibt es Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Bewertet werden der Geschmack, die Kreativität und die Präsentation vom Teller. Das ist eine gute Idee, ist mal etwas anderes. Und die Suppe war sehr köstlich und fein mit diesen Kräutern. Und die Kombination mit dem Wein war wirklich gut. In der Küche geht es weiter mit dem Hauptgang. Zuerst wird es etwas heikel. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ja, ich weiss. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Macht mir selber Angst. Nein, nein, es geht. Ich kann es eigentlich noch gerne, das Kribbeln. Mein Brösel gekocht ist, kribbelt es eigentlich nicht mehr. Also von dem her würde ich das natürlich nicht auftischen heute oben. So bin ich dann wieder. Das gibt ein riesiges Kräuter, Mann. Ich weiss nicht, ob alles braucht. Brönnessel, Giersch und Münze geben den Mantel für das Filet. Neben den Kräutern hat es Käse, einen Herdöpfel, ein Ei, Anke und Paniermehl drin. Also. Ich finde es gut. Hm. Willst du noch etwas dran tun? Klein. Nicht? Du bist der Chef. Nein, du musst der Chef sein. Ja, aber. Nein, jetzt ist gut. Was probieren wollte ich nicht mehr. Ja, ja.
Rita hat etwas Sorgen wegen dem Fleisch. Es geht wirklich darum, dass man das Fleisch schneiden kann und der Mantel dann hoffentlich an diesem Fleisch bleibt. Dazu gibt es Peperoni mit Kräutern und eine Füllung aus Auberginen und Zucchetti. So, oh, so. Haben Sie ausgegessen? Nicht ganz. Wunderbar ausgegessen. Hat es geschmeckt? Hast du gefragt? Ja, war sehr gut gewesen. Na gut, was wollen Sie auch anders sagen? Tipp doch. Du, lenk dich da überhaupt ein? Ja, jetzt habe ich im Fall vorher schon gedacht. Die geht jetzt schon zusammen. Ich kann es auch. Gut. Also, tun wir gerade das hier oben. He? Es ist Zeit für einen Rotwein. Der kommt auch aus dem Wallis. Ja. Also, dann wünsche ich Brasch miteinander. Danke. Merci. Wir müssen das hier vielleicht zusammen rausnehmen. Ich habe das Gefühl, das geht nicht so wahnsinnig. Also, jetzt musst du mir sagen, wie. Nimmst du vorne mit der Gabel? Ja. So und du tust mir dazu. Ach du! Ja, das ist scheiße. Jetzt kommt zu sich, sagt er es dir. Ja, toi, toi, toi. Achtung. Ja. Hebt er? Doch, er hebt. Optimal, würde ich sagen. Sieht's aus. Ich habe doch gesagt, das Fleisch ist deine Stärke. Unbleiblich. Nein, ich bin jetzt froh, ist das Fleisch noch so super schön rosa, wie ich es eigentlich wollte. Und jetzt bin ich wirklich froh, ist das Garpunkt so, wie ich es wollte. Fisch? Optimal, du musst nur jeder den Punkt. Der Rot in der Mitte. Wo ist die Mitte? Also so, genau. So. Und dann der andere hier hin. Du hast du die Glocke. Die Wache. Ist die Mitte? Ja. Jetzt in die Mitte, ja. So, hast du welches Tüchlein? Beim Hauptgang ist die Herausforderung, dass alles warm auf den Tisch kommt. Darum legen sie eine Zacke zu. Wie geht das schon wieder mit dem Service? Immer von rechts. Und das Fleisch muss immer vorne sein. Chapeau, gelehrt ist gelehrt. Das wäre ein Galloway Beef. Dann wünsche ich einen guten miteinander. Danke fürs Mal. Und man sagt eigentlich immer, Nudeln machen sind einfach. Aber ich finde das eine recht hohe Schule, dass das wirklich warm und locker und essbar daherkommt. Und sie sind sehr schwierig sie zum auseinanderbeindeln. Sie sind so ein bisschen zusammengefallen, aber geschmacklich nach natürlich wunderbar mit diesen Ringelblumen drin. Beim Rindfilet mit dem Kräutermantel hat mich sehr schön getäuscht, wie es ausgesehen hat. Es war auch auf einen Punkt gart. Für mich war es eher ein bisschen zu fad. Es hat so ein paar gäderige Stellen drin gehabt beim Filet, die mir jetzt nicht so passt. Ja, auch mit den Peperoni, mit den gefüllten, hatte ich so noch nie mit den Zucchetti. Und mit diesen vielen Geschmäckern, mit diesen vielen Kräutern, war es sehr spannend. Und ja, ist mich jetzt wirklich überzeugt. Das Filet gebodigert. Alles? Alles. Aha, es ist gut. Ausgegessen. Alles weg. Gut, dann sind wir ja froh. Tipptoppi Sache. Dankeschön. Jetzt fehlt noch das Dessert. Auch da hat es Kräutchen drin. Rita zieht es durch. Nymphenspeise heisst die Creme. Warum ich?
ist eine gute Frage, warum das nicht mehr Verspeise heisst. Ich habe das Rezept mal an einem Ort gefunden. Den Namen hat es eigentlich schon gehabt. Ich habe es dann einfach ein bisschen abgeändert. Es wäre eigentlich mit normalem Honig. Aber ich nehme den Löwenzahnhonig, weil das für mich halt auch so etwas ist, das ich selber herstellen kann. Den normalen Honig kann ich nicht, wir haben kein Bindchen. Und Löwenzahnhonig finde ich etwas sehr Feines und ich habe das Gefühl, es passt gut dazu. Aber warum das mal so doof geworden ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich denke, durch die kielende Wirkung. Weißt du, von den Minzen, so ein bisschen ja. Das Kielen, wo vielleicht die Nymphen eher kiel sind. Sind die eher im Märchen? Ich weiss auch nicht. Leben die Nymphen nicht im Wasser? Sind das nicht so Wasserwesen? Am Wasser, nicht? Am Wasser. Hm? Wir müssen das eigentlich in die Forschung. Sei es wie es will. Drin hat es garantiert Joghurt, Quark und Nidle. Sieht mega schön aus von der Farbe her. Vielleicht ein bisschen vorne, weil wir die Blätter noch drauf, jetzt. Die Wiesen abdreht. Und vorne ist für dich dort, wo die Beeren sind? Ja. Nein, nur so. Ich weiss nicht genau, wo beim Sepp vorne ist. Also ich habe es jetzt so, so weißt, dass sie hier so ganz leicht auf der Seite sind. Warte, jetzt müssen wir schauen, so ist ein Teller. He? Die sogenannten Wiesen After Eight sind im Tiefkühler schön knackig geworden. Aber die Soße die ist einfach unter dem Ding, aber die ja noch. Zum letzten Mal müssen die drei Gastgeber den langen Weg von der Küche ins Esszimmer unter die Füsse nehmen. Münzenblätter-Schokolade. Aber es ist seit 19. Cool. Aber versteckst du jetzt halt probieren, dann hast du den Leuchten. Aber etwas mit Kräutchen ist da schon. Ja, hast du schon recht. Das Dessert lässt niemand kalt. Pfefferminz ist einfach nicht mein Kräutchen. Pfefferminz, ja, ist für mich nicht gut. So Einzelblatt essen hat mich recht stark gedacht. Aber dann hat mir Sonja gesagt, du musst es mal in Creme tun und zusammen essen. Das war super, die Kombination. Es war etwas Besonderes. Das Dessert war nicht so süß, aber es hat gepasst. Auch die Dekoration wird gewürdigt. Also 10 Punkte. Alles war abgestimmt mit den Kerzen, mit den Blumen, die Gläschen, die sie aufgehängt hat und so mit den Blumen dort dran. Also das sieht super aus. Ja, haben wir es geschafft. Wunderbar. Gratulation. Das ist so super. Ja, danke gleichfalls. Ohne dich wäre es nicht gegangen. Tipptopp, super. Also ich finde, du hast es souverän gemacht. Ich habe immer gewusst, was machen. Und ja. Wenn sie so gut bewertet haben, wie sie ausgegessen haben, ist es sehr gut. Super. Ist das gegangen? Danke. Fürs Team gibt es einen verdienten Applaus. Und für die, die noch mögen, hat es Magenbrot und süße Brezeli. Nächste Woche reisen die Landfrauen in Kanton Bern zu der Christa Kreienbühl und lassen sich von ihr kulinarisch verwöhnen. Welche von den 7 Landfrauen den Wettbewerb hat gewonnen, wird in der Finalsendung vom 5. November aufgelöst.